Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Ich zeige euch heute, wie ihr kostenlos bauen könnt. Was ihr dafür alles wissen müsst, findet ihr jetzt hier im Video auf der rechten Seite. So, damit ihr jetzt kostenlos bauen könnt, müsst ihr euch jetzt in irgendeiner Welt ein Grundstück suchen, was noch nicht bebaut wurde. Dafür klickt ihr dann einfach dieses Grundstück an. Und jetzt öffnet sich hier unten ein kleines Menü und wir müssen jetzt hier auf den Hammer mit dem Schraubenschlüssel klicken. Und wenn wir da drüber fahren, steht dann da Baumodus drauf. So, jetzt sind wir hier auf diesem Grundstück angelangt und wir können jetzt hier ein x-beliebiges Grundstück drauf bauen. Ich wähle jetzt einfach mal hier einfach ein Zimmer hier aus dem Baumodus. So, dann nehmen wir einfach hier das Schlafzimmer, platzieren das einfach. Und schon haben wir das gekauft, ohne dass es uns Geld kostet, weil hier in diesem Baumodus haben wir eben unendlich Geld und wir können sogar ein Haus aus der Galerie runterladen. Das würde uns jetzt auch nichts kosten. So, damit jetzt noch eine Familie kostenlos einziehen kann, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, aber wir müssen uns vor allem jetzt erst einmal wieder in das Weltenverwalten-Menü begeben. So, jetzt gibt es hier, wie gesagt, zwei Möglichkeiten, wie jetzt ein Sim hier auf dieses Grundstück ziehen kann. Entweder klicken wir jetzt hier auf eine andere Familie drauf und spielen die einmal kurz. Sinnvoll ist es natürlich dann jetzt hier ein Nachbarschaftsgrundstück zu wählen und dann wählen wir einfach hier dieses Grundstück an und wählen dann jetzt hier Haushalt aus der Galerie einziehen lassen. Dann öffnet sich jetzt hier die Galerie. Hier könnt ihr jetzt irgendein Sim aus der Galerie runterladen oder ihr wählt eben ein Sim, den ihr bei euch in der Bibliothek gespeichert habt. Das passiert normalerweise automatisch, wenn ihr eure Sims dann eben im CAS erstellt. So, ich wähle dann jetzt hier einfach mal meine Familie White. Klicke dann da drauf. Jetzt öffnet sich hier ein Menü und ich muss jetzt hier einfach nur noch hier unten in der Ecke auf Haushalt platzieren klicken. Und schon haben wir die Benachrichtigung, dass die Familie White in dieses Grundstück eingezogen ist. So, das kann jetzt ein wenig dauern, bis die Familie dann wirklich da wohnt. So, jetzt zeige ich euch natürlich auch noch die zweite Option. Dafür muss ich dann nochmal in den Weltenverwalten-Modus gehen. So, und dann muss ich mir eben den Haushalt aussuchen, der eben umziehen soll. Klicke dann einmal auf das Haus drauf. Wähle dann hier unten diese drei Punkte und gehe dann jetzt hier auf den Umzugswagen. So, jetzt habe ich praktisch hier unten links in der Ecke den Haushalt, der eben umziehen soll. Gehe dann jetzt in die Welt rein, wo mein Sim eben einziehen soll. So, jetzt sehen wir hier, dass mein Sim sich hier gar keine Grundstücke leisten kann, ohne dass er eben Geld bezahlen muss. Jetzt gibt es einen Cheat und zwar müssen wir dafür erst einmal die Cheatleiste öffnen. Das machen wir, indem wir die STRG und die Shift-Taste drücken und diese gedrückt halten. Dazu drücken wir dann die Taste C. So, und dann schreiben wir jetzt hier oben in diese Cheatleiste rein, Free Real Estate On. Drücken dann hier auf Enter und sobald ich hier auf Enter drücke, müssen wir jetzt einmal hier schauen, was mit diesen Grundstücken passiert. Die werden jetzt alle grün. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier oben auf dieses Grundstück draufklicke und dann hier jetzt auf den Umzugswagen klicke, so hier sehen wir jetzt, dass ich noch 17.112 Simoleons habe. Hier kann ich jetzt auswählen, ob ich meine Möbel behalten oder verkaufen möchte. Ich behalte sie jetzt einfach mal. Und hier auf der rechten Seite kann ich jetzt einstellen, ob das Grundstück nicht möbliert, möbliert oder das Grundstück irgendwie planiert werden soll. Ich lasse, wie gesagt, alles so, wie es ist, klicke dann hier auf Bestätigen drauf. Und schon ist mein Sim dann jetzt umgezogen und wohnt jetzt hier oben auf diesem Grundstück. Jetzt schauen wir mal, ob wir dann auch noch die 17.112 Simoleons haben. Und wie wir hier unten sehen, haben wir dann trotzdem noch die 17.112 Simoleons. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen oder Ähnlichem schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!